Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnson Spans Kanal. Weiter geht es jetzt mit der Saturn Bestellung, diese 5 kaufen 3 Zahlen Aktion. Habe ich ja in verschiedenen Kategorien bestellt, einmal jedes Spiel knapp 20 Euro pro Spiel, dann Kategorie bis 25 Euro pro Spiel und dann waren es noch irgendwas mit ab bis 10 Euro, da habe ich mir glaube ich Sealbooks geholt, Serien und auch ein paar günstige Spiele, ja, die so um die 10 Euro nur kamen. Wollte ich ja erst im Laden holen, ja, aber gab es natürlich wieder nie. Jemals sind die alle Spiele und ja, man muss, wenn man das dann so vermischt, ja, dann lohnt sich das ja nicht wirklich, weil die, wenn die dann sich die an der Kasse dann die Sachen zusammen, funktioniert manchmal nicht so. Weil dann nehmen sie die 10 Euro Spiele als Geschenk, diese geschenkten Preise. Deswegen wollte ich das eigentlich, deswegen habe ich mir die Spiele dann doch eher online bestellt und habe sie dann abgeholt. Wobei dann man auch immer aufpassen muss. Ja, manche Sachen habe ich mir einfach so bestellt, fertig. Die 2 Euro kann ich gut verkraften, kostet ja nicht die Welt. So, beim letzten Mal, ja, habe ich ja eine andere. Diese 3 von MediaMarkt, die 3 für die 3 für 49. Und da war ein Spiel mit dabei, wo ich gedacht habe, ach, da ist eh nicht viel zum Auspacken. Aber hier war doch was zum Auspacken. Und zwar waren hier ein paar interessante Codes dabei. Codes. So ein Mini-Sticker-Album. Ja. Und natürlich der Download-Code zum Runterladen. Oh, nicht schlecht gemacht. Hier sind die schönen Aufkleber. Die Sticker. Oh, also nicht schlecht. Habe ich mich doch gar nicht mal so befasst, was hauptsächlich auf dem Spiel drauf stand. Die Anleitung ist eh nicht viel dabei hier. Da habe ich schon recht gehabt. Es war eine Anleitung dabei, aber was heißt Anleitung? Ja, das habe ich nur nie gesehen hier oben. Sticker-Album zusätzlich enthalten. Oder Sticker-Art. Ja, keine schlechte Aktion. Wie gesagt, das Spiel habe ich schon angetestet und ist es interessant. Ja, man muss halt ein bisschen Interesse haben, das zu spielen und zu bauen. So, als nächstes, das ist die Kategorie 25 Euro. Oder? Oder war es auch die Kategorie 20 Euro? So, um die Dreh. 20 für, nee doch, oder? Ich glaube ja. Einige Spiele kamen 19 Euro, also ein bisschen mehr, also 22 Euro. Das war hier Mega Man 11, das kam 20 Euro. Ja, von Capcom ist ja noch 30 Jahre Mega Man seit 1987. Ja, habe ich auch schon mal angetestet beim Kollegen. Es gab ja noch dieses Midnight Number 9 von den ehemaligen Lego. Mega Man Entwicklern. Ja, und die haben dann ein eigenes Spiel gemacht. Und hier ist das Original. Die Originalreihe. Ein Spieler, 3 GB. Ja, muss nicht viel installiert werden. Hier hat man noch ein paar andere Sachen. So wie ich das sehe, ist ja nichts weiter mit dabei. Ja, Mega Man 11 gibt es ja schon Jahrzehnte gesagt. Es gibt auch diese Alpha, Mega Man Alpha Reihe für ein so gut wie alle Konsolen. Boah, kein schlechtes Spiel. War ja so um die 30 Euro. Nee, 40 hat es sogar gekostet. Könnt mir ja berichtigen, ob das stimmt. Also ich habe so die 40 Euro noch im Kopf. Boah, kein schlechtes Spiel. Kann man sich geben. Dann Genesis Alpha 1. Ein Actionspiel von Team 17. Irgendwie Platz. Das Knacken im Hintergrund ist nur die Colaflasche. Beziehungsweise die Eisscholle. So, Genesis Alpha 1, Actionspiel, Roguelike von epischer Dimension. Ein richtig cooles Spiel, habe ich auch schon mal reingeguckt. Oh, nicht für den Verleih bestimmt. Aha. Ja, vom Bild her sieht es interessant aus. So ein, ja, sagt man Sci-Fi Action. Spielklon der, ach, Klon die perfekte Kuh. Aha, interessant.
Oh, schau, hier ist auch nicht viel drin. Man sieht, hier ist keine Anleitung. Deswegen, ja, brauchen wir das eigentlich nie auspacken. Deswegen mache ich hier noch so eine Overview. So, dann eine HD Remix. Da haben wir Zone of the Enders, The Second Runner's Moss. Mit so einem schönen Schubo, gepublished von Konami, ab 12 Jahren. Dann haben wir High Speed Robot Action. Ist auch VR-kompatibel, wie man sieht. Das spiegelt ein bisschen, das gefällt mir nicht so. Weil ich möchte ja nur das Spiel zeigen, ohne mich selber. 13 GB, 1 bis 2 Spieler. Auch der Grund, warum ich das Spiel eigentlich, ja gut. Ja, es wird noch was kommen, wo man das, die Funktion ausnutzen kann. Da warte ich noch ein bisschen. Schauen wir mal. Ja, von Konami mit einem netten Schubo ist halt ein Remake von dem Klassiker für die PS3 oder PS2. Ich denke mal PS3. Kein schlechtes Spiel. Ja. Schön mit dem Schubo. Kompatibel für PlayStation. Hat auch so um die, ja, auch so wieder um die 20 Euro gekostet. Bis auf ein paar Spiele, die ein bisschen teurer waren. So, kein nettes Spiel. Kein schlechtes Spiel so. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Für alte Fans und für neue Fans. Mit der neuen Funktion. So. Als nächstes Crip. Habe ich erst gedacht, wow. Aber das andere heißt ja Crit. Von den Toga-Entwicklern. Von Codemasters. Hier ist es Riot oder Riot Production. PEGI 7 USK 12. Ist auch so eine Art, sagt man, wie nennt man sowas? Mondfahrzeuge? Mondfahrzeuge 1 bis 4 Spieler. Netzwerkfunktion. Installiert muss fast gar nichts. So sieht das aus. Oh, spielt man auf dem Mars? Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ja, von der Umgebung könnte es der Mars sein. Hier ist es aber auch schon wieder Arktik. Hardcore Combat. Ja, Heizbrechers Tempo. Boah, Schwerkraft irgendwas. Habe ich jetzt einfach so mal mitgenommen. Also, so richtig gesehen habe ich da von dem Spiel noch nichts. Oh, es ist in Englisch. Ja, ist egal. Bei so Rennspielen ist es eh nicht viel. Hier steht irgendwas. Interessant. Über 800 km, also 900 km ungefähr. Und dann hat man so die Strecken. Also 15 Fahrzeuge, 22 Strecken und dann so Highspeed. Hat was für ein F-Zero. Und als letztes gibt es die letzte Season von Walking Dead. Ist das hier noch Telltale Games? Nee, glaube ich nicht. Die letzte Staffel gibt es in dieser Superbox, wo alle drei Staffeln mit dabei sind. Das ist, glaube ich, die letzte hier. Die dritte. Ja. Ist natürlich wieder was. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was bei der anderen Box, ob das alles wirklich auf der Disc ist. Oder hier steht auch wieder Season Pass Disc Details auf der Rückseite. Das war ja mal von Telltale Games, was ja leider pleite gegangen ist. Hier hat man alle Teile. 13 GB, den Rest muss man sich runterladen. Steht auch hier. Ja, bin schon mal gespannt, ob das noch funktioniert. Weil jetzt haben wir Mitte Juni, Ende Juni. Oh, schauen wir mal. Keine schlechten Spiele. Leider haben die sich irgendwie selber verhaspelt oder irgendwas mit den Lizenzen. Da gab es ja so viele Spiele von denen. Leider schade. Auf jeden Fall keine schlechten Spiele mit viel, sehr vielen Entscheidungen. Mit interessanten Charakteren, die auch sterben können. Ja. Ja. Das war jetzt dieses andere Saturn-Angebot. 5 kaufen, 3 zahlen. So, sagt mir eure Meinung zu den Spielen. Oh, das soll es jetzt gewesen sein. Viel Spaß mit den anderen Videos und wartet auf die anderen Angebotsvideos, die danach folgen oder davor, je nachdem. Viel Spaß noch und bis später. Ciao.